Ein herzliches Grüß Gott heute am Dienstag, den 24. November 2020. Noch einen Monat, dann schreiben wir den 24. Dezember. Die Losungen für heute stehen zum einen in dem kurzen Psalm 98. Da heißt es im dritten Vers: Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Und dieser Psalmbeter überschlägt sich vor Freude und Dankbarkeit und sagt eben, ja Gott, wir haben gesehen, was du gewirkt hast und wie du uns geholfen hast. Und die Menschen sind fröhlich und die Ströme und Flüsse klatschen in die Hände und auf den Bergen bricht Jubel aus, als würden da große Chöre stehen und singen. Und nicht nur wir, sondern aller Weltenden, also alle Völker, werden sehen, wie du Großes tust und uns wirklich hilfst und uns befreist und herausholst und wieder neu zum Leben bringst. Also ein wunderbarer Psalm zum Auferbauen. Und das zweite Wort, das für den heutigen 24. November uns zugesagt ist, ist im Markus-Evangelium im Kapitel 4. Da redet Jesus in Gleichnissen in diesem vierten Kapitel des Markus-Evangeliums zu seinen Jüngern eben auch und erklärt es ihnen noch einmal extra vorher das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, also unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten machen, dass der Same unterschiedlich wächst, aber unterm Strich ist es eine großartige Ernte, auch wenn da einiges unter die Dornen und Disteln gefallen ist. Und dann sagt er so mutmachend im Vers 21 vom Kapitel 4, zündet man denn ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen und nicht, um es auf den Leuchter zu setzen? Auch wieder die rhetorische Frage, na, no, na. Also natürlich, wenn ich ein Licht, eine Öllampe oder eine Kerze anstecke, dann stelle ich die oben auf, damit sie leuchtet und strahlt, so wie jetzt dieser schöne Strauß. Und auch gestern habt ihr ja gesehen eben, die sind von meinem Mann, die hat er zum 60er bekommen, dann leuchtet das und diese Amaryllis, die da erst noch in der Knospe gewesen sind, die leuchten auch und springen auf und zeigen ihre volle Blüte. Und das sollen wir auch, unsere volle Blüte zeigen, leuchten, Farbe verströmen, Duft verströmen, angenehme Atmosphäre verströmen und ebenso auch Gottes Wort leuchten lassen, damit es viele sehen, wenn es auf einem Leuchter steht. Alles, alles Gute. Bleibt mit Abstand und Anstand fröhliche Kinder Gottes. Adieu, Baba.